Hallo YouTube und Fans der Weltraumstrategie zu einem neuen Test angespielt. Dieses Mal habe ich einen richtigen Leckerbissen für euch. Ixion, so heißt das Game, soll 2022 voraussichtlich auf Steam erscheinen. Und am 21. bis 28. Februar 2022 erscheint die Demo zu dem Game. Der Entwickler ist Bulwark Studios und der Publisher Kasedo Games. Und dieses Spiel ist eine Mischung aus Strategie, Städtebau, Survival, Weltraumerforschung und Bewohnermanagement. Worum geht's genau in dem Game? Wir sind ein Vorsteher bzw. der Kapitän der Station Tycoon und begeben uns auf eine gefährliche Reise, um für die Menschheit ein neues Zuhause zu finden. Und dabei müssen wir unsere Stationsinfrastruktur aufbauen, verbessern und instand halten, Bewohnermanagement betreiben, fremde Planeten erforschen und entdecken und ganz nebenbei noch überleben. Und wie das Ganze hier funktioniert in diesem Spiel, da gucken wir jetzt rein. Neues Spiel. Shuttle EMV Charon is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Munchie decontamination protocol online. Disembarkation authorized. Message to crew members. Welcome on board the Tycoon, property of Dolus Aerospace Engineering Corporation. You will soon be given your assignments, but until then, please continue to wait near the docking bay. We hope you have a productive voyage, and would like to thank you for your contribution towards humanity's future. Administrator, I am Eden, the personal assistant installed on board the Tycoon.
In accordance with the Munchie Protocol, I have been designed to take into consideration your complete psychological profile so that I may more accurately respond to any needs you may have. My primary purpose is to ensure the Tycoon's automated systems function efficiently. I will keep track of the tasks that are necessary for you to fulfill your prerogative of reaching Proxima Centauri and carrying out field research, mining operations, manufacturing protocols, and Dolos colonization tests. Ja, was soll ich da noch sagen? Hat ja alles schon gesagt. Wir gehen jetzt weiter gleich zur nächsten Vorstellung des nächsten Charakters. Administrator, I wanted to introduce you to your first tasks personally. I'm Dolos' cryonics lead, Marduk Council member Giovanni Battista. So, let's see. Your first objective will be to begin setting up essential infrastructure aboard the Tycoon, meeting the environmental conditions that are required to support your crew. Having laid these foundations, you will then oversee the installation of the Vol engine and perform a short test jump to Proxima Centauri. Upon arrival, your research teams will carry out a brief survey of local space, gather a few rock and coal dust samples, fire up the colonization protocol, begin building the foundations for mankind's future, yada, yada, yada. And then you'll come back. Now, in order to achieve this, you'll need to familiarize yourself with the Tycoon's core functions. It's no big deal. There's the production, stockpiling and distribution of resources, construction, balancing of power output with allocation. Oh, and space exploration, you know, setting out expeditions and all that. Basically, everything needed to establish scientific advancement and harmonious autonomy on board the Tycoon following the first test of its Vol engine. Eden's gonna display and keep track of your main objectives. Oh, and Administrator, don't let the position go to your head. Vanir has insisted to center Dolos' focus on the Tycoon, but this mission is just in preparation for our next project, the Protagoras. The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule. So, toe the line, do as you're told, and bring the Tycoon back in one piece. Leave the grand gestures and saving of mankind from ecosystemic destruction to us, okay? One last word of advice. We don't all think like Vanir Dolos. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. That sounds like an opportunity knocking to me. Puh, eine Menge Story. Giovanni Battista, Kryonik-Experte. Okay, also, das ist die Station. Wir können mit der A- und D-Taste nach links und rechts uns bewegen. Vor und zurück gibt es hier nicht, aber ist nicht so schlimm, denn mit QE können wir uns auf jeden Fall nach links und rechts drehen und wenn wir ranzoomen, sogar mit der Maustaste hin und her schieben. Also steuert sich halt ziemlich gut, muss ich sagen. Hier oben sehen wir dann ja unsere Ressourcen, die wir dann im Laufe unserer Reise dann eben herstellen oder erhalten werden. Hier Rumpfintegrität, das ist unser Vertrauen. Hier ist unsere Energieleiste. Hier unten ist unsere Sektoranzeige. Wir sind momentan bei Sektor 1. Andere Sektoren haben wir noch nicht. Und hier zeigt er einem halt an, die Arbeitsleistung optimal, Einwohner. Hier unten sind die Warnschilder, sind momentan 85 Leute, die halt eben nicht irgendwie ein Gebäude über, oder ein Dach über dem Kopf haben. So. Ja, wir sollen auf jeden Fall erstmal eine Werkstatt bauen. Achso, hier übrigens hier oben haben wir noch, ihr seht, den Zyklus. Da können wir dann halt beschleunigen. Und was ganz, ganz cool ist an der ganzen Geschichte, wir haben die Aussicht unserer Station. Ne, der Tycoon-Station. Ja, so ein Schiff ist das. Und wir haben die Sternkarte. Ah, und da seht ihr schon. Wird eine coole Geschichte. Kann ich euch sagen. Absolut cooles, richtig geiles Game. Ich habe es nämlich schon angespielt. So. Also, Werkstatt. Wir sollen eine Werkstatt bauen. Das tun wir auch. Und werden hier auch mal gleich eine Straße hinsetzen. Hier auch nochmal eine Straße zu den Ressourcen. Hier rüber. So, das sollte erstmal genügen. Hier können wir auch noch rüber.
Dann müssen wir einmal hier so rum. Brauchen wir jetzt nicht. Ja, dann haben wir hier natürlich immer diese Fragezeichen. Das ist quasi unsere Hilfe. Und die, muss ich sagen, ist schon ziemlich krass, diese Hilfe. Denn man kann hier wirklich alles nachschauen. Wie ihr seht. So, dann lassen wir mal kurz bauen. Hier dann Optionsmenü, Einstellungen, Audio. Haben wir auch. Gut. Das heißt, wir haben jetzt unsere Werkstatt fertig. Wir sollen jetzt eine Halde bauen. Moment. Halde. Die Halde ist so eine Art Vorratslager. Und die Werkstatt ist quasi so eine Art, wo halt eben die Arbeit da gebaut werden. So, und wir müssen jetzt, wenn die Halde fertig gebaut ist, müssen wir jetzt erstmal bestimmen. Na, Legierungen sollen gesammelt werden. Und jetzt kommt die coole Sache, denn es ist halt anders als in anderen Games. Hier muss man nämlich sagen, wo man Sachen einsammelt. Na, sieht man ja hier. Und dann klickt man das einmal an und dann zieht er sich das automatisch von diesen Vorräten. Solange da eine Straße lang führt, sagen wir es mal so. So, hier könnte man auch noch weiterbauen, beziehungsweise hier noch eine Straße. Hier rüber. Und hier haben sie ja Verbindungen. Das heißt, hier haben wir dann auch Verbindung zu. Das heißt, wir räumen erstmal hier unten alles weg. So, wir sollen jetzt... Okay, wir müssen noch warten. Oh, er baut noch die Halde. Aha, ich sehe gerade, wir haben eine eingehende Übertragung. Es geht weiter jetzt nämlich mit dem nächsten Charakter in dem Spiel. Administrator. I have established a connection with Dolus' lead data scientist, Emma Klein. Administrator, Mr. Dolus has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the Tycoon, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein, Dolus' lead data scientist and member of the Marduk Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or data listening system, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation. As is often the case with tools produced by my department, I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munchie, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vole jumping. Whilst there is a correlation between prolonged space travel and the development of early onset dementia, he believes that a vole jump has the potential to accelerate this process, although this is yet to be proven. His recommendation is for you to immediately send any crew members that are exhibiting uncharacteristic or symptomatic behavior to an infirmary, as these facilities are equipped to treat the mind as well as the body. Remember that all of your actions and choices are being recorded by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Ja, also da merkt man schon viel Story. Das Schöne ist, ihr könnt das auch noch, sagen wir mal so, überspringen, wenn ihr das dann mehrfach spielen wollt. Übrigens, hier müssen wir die Ressourcen wieder sammeln. Wir haben jetzt hier, wie ich sehe, ein Problem. Gemeinsames Mahl. Wir sollen einen Speisesaal errichten. Es gibt eine Krise hungriger Besatzungsmitglieder und da muss man halt schnell agieren.
Denn sonst haben wir ein Riesenproblem. Einen Speisesaal müssen wir erstmal errichten. So. Und diesen Speisesaal errichten wir mal hier. Zack. Und wir brauchen eine weitere Halde. Nein, Quatsch. Bauhalde. Stellen wir mal hier gleich hin. Straße. So. Der sammelt ja diese Legierungen hier. So schnell wie möglich. Hier müssen wir noch eine Straße bauen. Die ziehen wir hier auch noch rüber. So, und dem, ja, da müssen wir noch warten, bis der fertig ist. Wichtig ist, dass man so schnell wie möglich die Nahrung oder Nahrungsproduktion hochbekommt und natürlich auch die Wohngebäude, denn verlorene Mitglieder kriegt man nicht so einfach ersetzt, jedenfalls noch nicht am Anfang. Und dann scheitert zwar nicht das Spiel, aber es geht alles langsamer vonstatten. So, das heißt... Hier ist noch Pause, hier müssen wir noch ein bisschen gucken, bis er das jetzt endlich hier anfängt. Jetzt fängt er an zu bauen und dann gucken wir hier gleich, dass wir diese Halde auf Nahrung sozusagen trimmen. Und wir machen hier gleich noch einen Weg hin. Müssen wir mal drehen, haben wir denn hier schon einen Weg zwischendurch? Glaube ich schon. Gut, und hier auch nochmal, dass wir Zugang zu den Ressourcen haben. So, und dann bauen wir hier gleich noch eine dritte Halde. Gut, und jetzt müssen wir hier Nahrung lagern. Und brauchen natürlich jetzt hier Nahrung. Die soll dann von da geholt werden. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, sonst verhungern mir die Leute. Und wir brauchen Wohnhäuser. Wohnen. Mal gucken, das heißt immer drei. So, müsste es genügen erstmal. Müssen auch ein bisschen auf unsere Energie achten. Aber wir brauchen auf jeden Fall für die 85 Obdachlosen ein Dach über den Kopf. Sonst wird es gleich kritisch hier. Ah, also er zieht sich jetzt hier immer schön die ganzen Legierungen. Hier holt er sich immer schön die diese Lebensmittel. Und den hier, den sagen wir, er soll hier diese Bauteile besorgen. Na bitte. Ja, da haben wir noch was. Übrigens hier den Sound. Tut mir leid, wenn das ein bisschen lauter ist, denn ich konnte irgendwie den Sound nicht weiter runter regeln. Ich könnte das nochmal vielleicht eventuell probieren. Ne, dass das irgendwie bei der Gesamtlautstärke vielleicht... Gehen wir mal runter auf 40, mal sehen. Ah, ich glaube, das ist besser. Hier sehen wir schon, haben kein Quartier zum Wohnen. Jetzt fangen die an zu rebellieren und wir sagen, in 12 Zyklen haben wir sie fertig. Ein Dach über dem Kopf und wir bauen die ja gerade hier. Sollte also gut funktionieren. Okay, da läuft das ja. Wir zur nächsten Diskussion bzw. zum nächsten Charakter im Spiel. Boru, Administrator. What a wonderful day to embrace our fate, don't you think? I'm Henri Barjaville, writer, philosopher, lobbyist, but most of all member of the Marduk Council. I have taken the liberty of personally arranging an exchange out of courtesy with the Ushanabi, a ship in high orbit belonging to one of our commercial allies, the Ashtongites. Even so, they are a small organization. The Ashtongites are important partners who share the same pragmatic, moralistic,
and spiritual outlook as we do. The Ushanabe will provide us with a source of food while carrying out the Tycoon's initial testing. By making it the first exclusive trade partner of the Tycoon, we will demonstrate to our long-term allies that Dolos wishes for them to share in our successes. Please assign a cargo ship so that we can check the trade routines. Administrator, trust in genetic kinetics. Self-similar space will reveal the pattern. Ja, Henry Bayer-Will, Philosoph, Arzt und Botschafter, hat uns auch noch einige Sachen erklärt. Wir müssen noch 60 haben wir und 85 Bürger müssen wir halt ein Dach über den Kopf geben. Das Schöne ist, man kann sogar sehen, die Namen der jeweiligen Leute, die in den Häusern wohnen. Das Haus muss noch fertiggestellt werden, dann sollten wir eigentlich genug Leute haben. Essen mäßig, ja, 10 Leute noch, ja. Erkundung, da kommen wir gleich zu. 10 Leute, dann sollte man alle Leute jetzt unter Dach und Fach haben. Und das haben wir auch. So, können wir jetzt schließen. So, jetzt das Ganze hier. Wir sollen ein Frachtschiff in der Andockbucht bauen. Das ist hier und hier haben wir ein Frachtschiff. Und das bauen wir hier auch. Und jetzt, wie ihr seht, brauchen wir diese Zahnräder. Die habe ich jetzt schon mal eingesammelt. Ja, also hier sind 50 Zahnräder und da brauchen wir halt eben diese, um hierhin zu transportieren. Und das sieht man dann halt sehr schön. Jetzt fahren die natürlich dahin. Na, also so eine Werkstatt hier, kann man das auch Ganze beschleunigen, indem man sagt halt eben, dass man hier zum Beispiel noch eine zweite Werkstatt baut. Aber das ist wegen dem Energielevel halt nicht so, sagen wir mal so, ein bisschen schwierig. Da würde ich eher sagen, eine Werkstatt reicht erstmal. Es geht ja alles. So, also bis jetzt läuft das alles gut. Energie sieht auch noch gut aus. 50 Zahnräder, 100 Legierungen im Lager. 85 Leute, mir ist noch keiner gestorben. Und wenn, dann sehen wir das ja nicht hier. Das ist quasi unsere Hilfe. Da könnt ihr dann immer reinschauen. Beziehungsweise hier in den Notifications, da sieht man dann halt, wenn jemand stirbt. Und das ist ganz wichtig hier, diese Sektorarbeitssicherheit. Es kann nämlich passieren, dass wenn zu viele Leute sterben, dass dann eben halt Überstunden gemacht werden müssen, um die Arbeit zu verrichten. Und dann habt ihr ein Problem, wenn dann die Leute wegen Unfälle sterben. Deswegen ist es auch ganz wichtig, schnellstmöglich auch ein Krankenhaus zu bauen. Denn so ein Krankenhaus ist ziemlich wichtig. Das werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Ja, wo setzen wir das hin, das Krankenhaus? Ich würde sagen, hier so an die Seite. Ja, so hier. Zur Sicherheit, falls doch mal einer hier sich verletzt. Das kann ja immer mal passieren. Also das läuft hier. Wie sieht unser Schiff aus? Aha, wir haben unser Schiff schon. Das ist gut. Wir sollen noch ein Forschungsschiff bauen. Das tun wir auch noch. Das ist hier. Und wir sollen über die Flottenansicht, beziehungsweise hier über die Karte, dann das Essen abholen. Das tun wir auch. Und die Flottenansicht ist das hier unten. Und dann sieht man Iron Dude, das ist mein Frachtschiff. Und hier sind die 100, die wir abholen können. Und dann fliegt er los und holt sich das hier von Ushanabe. Das ist so ein Vorratslager. Ja, dann gehen wir wieder zurück in unsere Station. Gucken mal, wie es da aussieht. Läuft alles bis jetzt bestens. Gehen wir mal gucken, wie sieht es denn in der Flottenwerft aus. Also jetzt produzieren die ja das Schiff, wie ihr seht. Und mal genau hinschauen. Sieht schon cool aus, muss man sagen. Respekt an die Entwickler. Oh, damit ist das Schiffchen fertig. So, Krankenhaus steht auf. Kann 7 Kranke fassen. Ist ganz gut.
Unser Lager ist voll für Legierungen. Essen, naja. Das könnte knapp werden hier. Hier müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Ah, ich glaube, wir bauen doch mal eine Werkstatt. Also ich denke mal, die Werkstatt brauchen wir. Hat natürlich jetzt keine Straße. So, löse das Mondereignis. Machen wir auch. Wir sagen jetzt, wir fliegen zum Mond. Mit dem... Hier ist der Mond. Da fliegen wir jetzt hin. Aber wir brauchen... Und da gibt es jetzt eine Zusammenfassung der Informationen. Es gibt ein Basislager, was wir auf dem Mond gefunden haben. Und dort sind alle Hilfssysteme noch in Betrieb, beziehungsweise funktionsfähig. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder zu sagen, wir demontieren das Lager oder wir nutzen die Sicherheitslücke aus. Wenn wir das ausnutzen, bekommen wir eventuell Wissenschaftspunkte. Sage ich natürlich ja. Machen wir. Und jetzt dauert das eine gewisse Zeit, bis er das erledigt hat. Das sieht man dann hier dran. Das heißt, währenddessen können wir mal gucken, wie es denn hier bei uns aussieht. Ja, die Leute sind alle gut versorgt. Hier sind unsere Vorräte angekommen. Aber wir haben noch also genug hier rumstehen, ne? Wie man sieht. Hier können wir noch eine Straße bauen. So, damit wir Zugang auch zu diesen Ressourcen bekommen. Und man kann das natürlich alles abreißen hier, ne? Das geht also. Also die Straßen kann man nachher auch wieder alle komplett abreißen, falls man hier mehr bauen will. So. Fabriken. Mondereignis. Okay, wir haben 40 Wissenschaftspunkte gefunden. Oh, und jetzt können wir noch das Lager demontieren. Sehr schön. Und jetzt baut er die Wissenschaftspunkte ab. Denn Wissenschaftspunkte bekommen wir entweder durch Entdeckungen, Erforschungen oder indem wir ein Wissenschaftslabor oder Techniklabor bauen. Gehen wir mal wieder rein. Jetzt haben wir hier das auch schon mal fertig gemacht. Klicken das Lager wieder an. Und dann sieht man halt schon, das ist ein ziemlich cooles Prinzip. Leicht verständlich. Und man ist halt aktiv immer an der ganzen Geschichte beteiligt halt, ne? So. Alles läuft optimal. Wir sollen das Mondereignis lösen. Er ist ja gleich fertig. Warten wir noch einen kleinen Moment. Okay, und wir haben jetzt 30 Legierungen und 40 Wissenschaftspunkte. Und jetzt sieht man halt, er baut die jetzt ab und so lange müssen wir hier noch warten. So, wir könnten jetzt rein theoretisch sagen, dass Iron Dude dieses abholen soll. So. Und jetzt fliegt er hier natürlich hin und holt noch die restlichen Ressourcen ab. So funktioniert das Ganze hier. Jedenfalls erstmal in unserem eigenen System. Hier kann man übrigens auch die Karte drehen, ne? Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen abwarten. Weil hier gibt es noch weitere Ereignisse, die hier verfügbar sind. So, wie sieht es hier drin aus? In unserem Sektor, es läuft alles. Oh, wir haben schon wieder eine neue Übertragung. Administrator, I have an incoming transmission from Dolus's head of medicine, Dr. Abhinav Munshi. Greetings, Administrator. I'm Dr. Abhinav Munshi, Dolus expert in compartmentalism and medicine, and a member of the Marduk Council. I'm glad to finally meet you, even in this digital manner. Your psychological test results were quite impressive. My friend and colleague, Philip Stanford, couldn't be here today. So I will take the role of introducing you to the final stages of the whole engine integration. Before we get into that, however, we would like you to complete the testing station's exploration and enhancement capabilities.
You'll then be able to begin researching the EVA airlock and assess its compatibility with the Tycoon's core systems. I hope that the work of our team will ensure that you are equipped to deal with most situations you encounter up there. Before I leave you, Stanford would like me to remind you that space is a far less fanciful and forgiving environment than science fiction would have us believe. It would be wise to remember that. Aber Hanif Munchi. Okay. Ich habe gerade gesehen, wir haben einen Hungernden, sogar zwei Hungernde. Das heißt, ich habe hier schnell noch Speiseseele hingestellt. Aber mal sehen, ob es reicht. Nicht, dass sie mir gleich wegsterben. Und dann fehlen mir natürlich Leute und dann läuft alles hier nicht mehr so effizient. So, unser Forschungsschiff ist auch fertig, hat abgebaut. Und wir können sagen, wir fliegen mal zum Mars. Gucken mal rein. Zwei Hungernde. Es sieht gut aus. Vielleicht schaffen wir das noch. Sollten drei Speiseseele sollten das schaffen. Ein Hungernder. Okay, also wir brauchen noch einen Speisesaal, dann sollte es gehen. Hier bauen wir mal noch eine Straße zu diesen Ressourcen. Genug zu essen haben wir eigentlich. Schiff ist angekommen. Wissenschaftsschiff, was haben wir denn hier? Marssonde. Eine Anlage auf dem Mars errichtet. Derzeit fehlt es an Materialien. Kritische Störung. Behebe die Störung und tausche gegen Ressourcen. 20. Repariere das Sauerstoffsystem im Tausch gegen Forschungsdaten. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, diese hier wären mir aber lieber. Diese ganze Geschichte. Da brauchen wir aber... Diese Legierung haben wir momentan nicht so im Lager. Ist gerade etwas leer gefegt, das Lager. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Klicken wir nochmal drauf. Ah, jetzt geht das, seht ihr? Benötigte Ressourcen 20, klicke ich mal drauf. Iron Dude. 20 senden halt eben. Also relativ einfach gemacht und das dauert jetzt einen Moment. Bis es da halt ankommt und dann müssen wir das Wissenschaftsschiff jetzt da erstmal belassen halt. So. Mal gucken, wie es aussieht. Drei Hungernde? Wieso drei Hungernde im Sektor? Das gibt's doch gar nicht. Wieso habe ich drei Hungernde im Sektor? Wir haben drei Speiseseele. Aber egal, vielleicht reguliert sich das ja gleich nochmal. So, wir sollen ein Techniklabor bauen. Das machen wir natürlich. Techniklabor. Oh, das ist aber groß. Ah, gut. Bauen wir es da hinten hin. Und natürlich brauchen wir eine Straße dahin auch noch. So. Fünf Hungernde, das ist gar nicht gut. Was ist da los? Noch ein Speisesaal, aber das glaube ich, das würde es nicht bringen. So, haben wir denn hier noch Ressourcen? Eigentlich haben wir genug Speisesäle, aber gut, wir bauen noch einen zur Sicherheit. So, haben wir auch gebaut. Keine Straße? Ja, logisch, weil ich ja jetzt noch die Straße erst baue. Ein Hungernder hier wieder. Okay, jetzt ist vorbei. Warum auch immer, warum fünf Leute gehungert haben. Okay, also das haben wir gelöst. 50 dieser Zahnräder. Und die müssen wir jetzt abholen. Und zwar mit dem Flottenmanager. Aber dreht er um? Er dreht um und fliegt dann und holt sich das. Gut, wunderbar. Perfekt, haben wir das auch. Das heißt, wir können mit dem Wissenschaftsschiff weiterfliegen zum Saturn. Da brauchen wir natürlich erst ein Forschungsschiff. Gut.
4 Speisesäle, Leute, das ist doch, das reicht doch nie. Schon wieder 500 im Sekt, 500, jetzt nicht mehr. Okay. Hat sich, glaube ich, erledigt. Ich würde sagen, können wir abreißen, das Gebäude. Das brauchen wir da nicht. So, dann seht ihr mal. Würde zu viel Strom kosten. Die kümmern sich wahrscheinlich darum, erstmal, damit das Techniklabor gebaut wird. Hier werden wir nochmal eine Straße setzen. Eine direkte Straße. Und wenn die gesetzt ist, reißen wir die andere Straße ab dann. Ja, also da merkt man schon, jetzt geht's los hier, jetzt geht's ans Eingemachte. Hier ein bisschen Erforschung. Wir sollen ein Erkundungsteam schicken, denn es wurde eine Signatur entdeckt, eines EKP-Antriebs. Aber es gibt das, kein Unternehmen hat bis jetzt eine Mission in diesem Sektor durchgeführt. Also schicke ein Erkundungsteam. Machen wir. Ah, das dauert noch einen Moment, bis er hier gebaut ist, denn die Ressourcen fehlen noch. Okay, Schiffchen ist wieder da. Schon wieder ein Hungern da. Da sieht man das. Wird kritisch langsam. Warum ein Hungern da? Ach, ich vermute mal, das liegt an den Workern. Weil die momentan keine Zeit haben für Nahrung. Wahrscheinlich deshalb hungern vielleicht die Leute. Das kann natürlich sein. So, Techniklabor. Ah, das müssen die jetzt mal aushalten. So, und wir reißen mal jetzt hier diese Straße ab. Und diese Straße und diese Straße. So. So, 2 Hungernde wieder. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ah, hier gibt's einige, die fahren jetzt durch die Gegend. Vielleicht sollten wir noch eine Werkstatt bauen. Okay, das sind ja diese Transport-Max. Ich glaube, das geht gar nicht. Das sind mit den Werkstätten werde ich das wahrscheinlich gar nicht lösen können. Ja, da sieht man das. 4 Arbeiter. Doch. Wir müssten also noch eine Werkstatt bauen. So, wo stellen wir die hin, die Werkstatt? Irgendwo hier oben, oder? Na, stellen wir sie mal hier hin. Okay, 75 brauchen wir und 65 haben wir. Könnte man jetzt auch ein bisschen beschleunigen. So, warum sagt er mir hier? Ach, okay, jetzt geht es wieder. Hab mich gerade gewundert. Dieses Zeichen bedeutet halt eben, dass er nicht angeschlossen ist. Aber er ist angeschlossen. So, die Ressourcen sind auf jeden Fall da. Jetzt kommt der... Der rumbaut hier. Ah, ich glaube, das können wir hier eigentlich abreißen wieder. Das wird, glaube ich, nichts bringen. Das kostet nur unnötig viel... an Energie. Haben es fertig schon gestellt. Okay, lassen wir stehen. Ha, jetzt hat er es wieder abgebaut. Na gut. Ein bisschen verzögert, aber passiert mal. Also wieder 2 Hungernder. Gucken wir mal, wie weit sind die hier? Am Saturn. Und wir haben 40 Wissenschaftspunkte gefunden. Das sammeln die jetzt wieder ein. So, unser Techniklabor ist auch gleich fertig. Gehen wir mal ein bisschen auf schneller. So, erforsche Außenbordschleuse.
Dann gucken wir mal rein. Oha. Außenbordschleuse ist hier. Und sagen Forschung 30. Wir haben ja genug Forschungspunkte. Und dann geht es eigentlich los. 0%. Dauert wahrscheinlich jetzt einen Moment. Nee, da will er nicht. Gucken wir mal rein. Habe ich jetzt das Richtige ausgewählt? Ja, Außenbordschleuse. Okay, Techniklabor produziert alle 5 Zyklen. Das ist gut. Wir haben 120 im Techbaum. Oder muss ich da nochmal was anklicken? Habe ich da was vergessen? So, nach ein bisschen Schauen weiß ich jetzt, warum das hier nicht funktioniert. Denn es liegt daran, dass hier kein Strom drauf ist. Man muss den Strom einschalten. Und wenn das jetzt passiert, geht hier überall der Strom aus. Wie man sieht, jetzt geht der Strom aus und wir haben jetzt ein Riesenproblem, denn wir müssen gucken, wo wir jetzt Strom herbekommen. Das heißt, wir müssen erstmal hier deaktivieren und wir können nicht einfach den Strom wieder einschalten. Ja, da sieht man halt eben das, die Stromübersicht. Sondern wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwie an Strom kommen, denn ohne Strom läuft gar nichts und es gibt ja auch kein Essen, gar nichts. Wir verhungern sonst die Leute, wie man sieht, hier 9 Leute schon. So Leute, nach einer etwas optimierteren Version habe ich es endlich geschafft, jetzt den Strom vor dem Blackout sozusagen zu bewahren. Sodass wir jetzt also momentan keine Stromprobleme haben. Das heißt, wir können jetzt noch mal kurz gucken. Jupiter haben wir, Saturn haben wir auch erledigt. Okay, das haben wir also auch. Gut, können wir wieder zurückgehen. Also es scheint wirklich ein Speisesaal zu reichen. Im Grunde genommen braucht man noch nicht so viel. Momentan, Technologiebaum läuft. Wahrscheinlich waren es die Speisesäle, die zu viel gezogen haben. Das kann natürlich sein. So, Außenbord ist jetzt fertig. Wir können jetzt die Außenbordschleuse setzen. Die brauchen wir. Und aktivieren nochmal den Speed, die Zeit. Okay, die Vorräte von Usanabi wurden aufgefüllt. Das heißt, wir können rein theoretisch über den Flottenmanager die Vorräte besorgen. Ach, hat er schon gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Damit läuft das ja alles perfekt. Erhöhen wir nochmal hier die Zeit. Damit sollten wir jetzt auch gleich fertig sein mit der Außenbordgeschichte. Ah ne, er baut noch. Aber Essen wird knapp, so oder so, ne? So. Fertig. Und jetzt haben wir ein Problem, da jetzt wir das Techniklabor ausschalten müssen. Aber jetzt sieht man hier, der Strom kann wieder eingeschalten werden gleich in 0,8 Zyklen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt draußen so schnell wie möglich ein Solarpanel bauen. Okay, Solarmodul ist in der Mache. Wir müssen gleich erstmal den Strom wieder einschalten. Aber wir haben wieder eine eingehende Übertragung. Hören wir uns das mal an. Administrator. Due to insufficient level Stanford. Ah, okay, also es geht nur darum, dass er uns gewarnt hat. Und wir sollen langsam die Tycoon starten. Gut, also wir haben jetzt hier gesagt, er soll jetzt ein Solarmodul bauen. Da fehlen jetzt 70 Legierungen, 70 dieser Zahnräder. Ich weiß nicht, was das ist. Sollte eigentlich reichen. Nahrungstechnisch, wie sieht es damit aus? 8 Leute, die hungern. Momentan geht es aber noch. Gucken wir mal. Wie sieht es aus hier?
Ah, er ist noch am Bauen. Also er braucht noch ein bisschen. Machen wir mal die Zeit ein bisschen schneller wieder. Okay, also jetzt baut er. Ich sehe gerade, jetzt fängt er an hier das Sonnensegel zu bauen. Dann sollten wir ja genug Energie wieder haben. Dann können wir auch wieder das Techniklabor einschalten. So, perfekt. Und jetzt sollen wir den Wohlerantrieb. 100 Legierungen fehlen. Okay, das haben wir auch. Also Wohlerantrieb. Das Projekt ist jetzt gestartet. Wir können jetzt das wieder einschalten. Ah, haben wir wieder genug Energie. Perfekt. Aber das Essen wird wieder knapp. Bis jetzt ist noch keiner verhungert, Gott sei Dank. Gucken wir uns mal an, wie sieht es denn aus, zeitmäßig. Okay, 28 von 100. Produzieren wir mal hier, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas kriegen. Nein, im Sonnensystem. Aha, unser Schiff muss zurückkehren. Unser Wissenschaftsschiff, das ist noch wichtig. Okay, hat momentan 63 Legierungen noch. Mal gucken, wie es aussieht mit dem Essen. Oh, 79 Leute, die hungern. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe mal, das reicht noch, um den Wohlerantrieb zu bauen. Na, mal gucken. Kann passieren, dass uns alle schnell wegsterben. Bevor wir eigentlich losfliegen halt. Also Nahrung ist extrem knapp hier. So, jetzt wird er, jetzt baut er. Und damit ist der Wohlerantrieb fertig. Eingehenübertragung. Administrator, the different phases of preparation, calibration and verification were successfully completed. You must now start the full bonding procedure. Dolos protocols now deem you competent to gather resources, knowledge, and test colonization routines once you reach Proxima Centauri. Before you do so, Vanir Dolos, Marduk Council founder and Dolos CEO, wants to talk to you. EKP, und nun verlasse das Sonnensystem. Bringe die in die Mondumlaufbahn. Ja, machen wir. So. Überstunden, ja, okay. Wir sind in der Mondumlaufbahn, oder? Nein, sie fliegt gerade dahin. Wir sind noch nicht da. So, der Mond, ja. Und nu? Initiiere den Wohlerantrieb. Administrator, because we... Ja, ja, meine Leute verhungern. Wir müssen los. Okay, 38 leben noch. Oh, wir haben es geschafft. Charging full engine. Er lädt auf. Aber muss schon sagen, es ist schon... die Nahrung. Wirklich die Nahrung. Die Nahrung ist knapp. Vielleicht finden wir ja unterwegs neue Nahrung. Ja.
The Earth, our home, she is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the Earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the Earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tycoon Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our Council of Scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species bound together, pushing further into the unknown. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the Vol engine. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Vom Test angespielt. Sind damit quasi durch. Das war Ixion. Hammergeiles Game. Richtiger Leckerbissen. Und wenn ihr es antesten wollt, 21. bis 28. Februar ist die Demo verfügbar auf Steam. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Test angespielt, nächsten Gameplay, nächsten Stream oder in der nächsten Guide. Bis dann. Tschüss.